Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Bieber und heute gibt es einen weiteren Blaster, beziehungsweise mehrere neue Blaster. Wir haben ja hier nämlich ein ganzes Paket. Aus der Alpha Strike Reihe gab es nämlich das Infantry Pack. Das Infanterie-Paket praktisch. Also hier 4 Blaster, 2 neue, 2 alte und zwar 2-mal der gleiche. Nämlich hier so ein Jewelry-Skin, aber der Rest ist frisch von der Front. Jawohl, das habe ich ungefähr für 30 Euro gekauft, nämlich von Foam Focus. Link dazu auch nochmal in der Videobeschreibung. Also nicht irgendwie zugeschickt bekommen, sondern ich habe es da gekauft. Ich war immer noch ein bisschen verwirrt, weil die hatten mir ursprünglich, als sie mir was zugeschickt hatten, gesagt, und der Wiener übrigens, wir heißen Foam Focus inzwischen. Aber oben in der Webseite, in der URL, steht immer noch Blaster Time, so wie früher. Es verwirrt mich immer. Aber auf jeden Fall wissen wir, es kostet 30 Euro ungefähr. Und dafür kriegen wir 4 Blaster zugeliefert und natürlich noch ein paar Pfeile noch mit dazu, 20 Stück insgesamt. Ist also erstmal ein ordentliches Paket. Wollen aber noch gucken, ob sich das auch wirklich lohnt. Wir können ja hier draußen schon mal gucken, jawohl, was da alles mit bei ist. Oh, das gefällt uns richtig. Wir können schon antatschen. Aber wir wollen es natürlich noch auspacken. Jawohl, das sind auch nur ein paar kleine Plastikschnüre. Braucht nicht allzu viel Arbeit. Also falls man sich irgendwie im Laden so ein Cuttermesser kaufen kann und dann geht man hier noch an dem vorbei, kann man durchaus mitnehmen. Ist nicht empfohlen, weil es illegal ist, aber man kann es mitnehmen. Und das Ding hier habe ich ja schon vorgestellt, da sind halt 2-mal mitgeliefert. Kann man entweder noch irgendwie an andere Leute weggeben, damit die noch was damit reißen können zur Not, oder man hat es halt so irgendwie in der Reserve noch in der Hosentasche. Je ein Pfeil reinmachen, unten dran ziehen und dann feuern. Also ja, das ist die Stinger, so hieß glaube ich diese Version von der Alpha Strike Serie. Praktisch die Jolt, so der billigste, kleinste überhaupt Blaster, nochmal ein bisschen billiger machen und dann nochmal hier so in der Version rausbringen. Hatte ich schon vorgestellt, könnt ihr euch nochmal ein Video zu ansehen, falls ihr das wollt. Die werde ich jetzt also nicht weiter noch irgendwie groß ausschlachten. Aber was wir noch vor allem jetzt neu mit bei haben, das war einmal die Vanguard LR1 und die Optik QS4. Ich glaube, der Gedanke dabei war, man hat hier einen großen Hauptblaster beim Infanteriepaket. Jawohl, das ist das Hauptding. Dann habe ich dazu noch hier eine Jolt und dann kann ich damit in den Kampf gehen. Und wenn ich noch irgendwie was in Reserve brauche, dann habe ich hier nochmal das kleinere Paket mit der Jolt und dem hier. Oder beziehungsweise man gibt das hier noch irgendwie an jemand anderen weiter. Man will ja gewinnen, man gibt denen ja nicht das gute Zeug. Wobei man sich auch nicht hundertprozentig sicher sein kann, was hier wirklich der bessere Blaster ist. Weil der ist zwar ein bisschen größer, hat sogar noch einen schönen Frontgriff und man kann hier oben noch Munition extra lagern. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insgesamt 10 Pfeile kann man oben zwischenlagern. Und da muss man aber einzeln hier irgendwie einen Pfeil reinstecken, hier dran ziehen. Und da kann man zielen und feuern. Und hier haben wir eben einen Blaster, wo man 4 Pfeile hintereinander wegfeuern kann. Zwar hat man hier oben ein etwas störendes Zielvisier und keine Möglichkeit, etwas zwischenzulagern. Also 0, okay. Hier habe ich auch mal schnell nachgezählt, aber nee, da war nichts. Aber hier hat man 4 hintereinander drin und kann dann vergleichsweise schnell feuern. Dementsprechend, vielleicht hält es sich auch die Waage. Aber ich mag allgemein, wenn man noch Pfeile irgendwie so zwischenlagern und mit reinstecken kann. Das ist wirklich eine Sache, die mir bei anderen Blastern fehlt. Selbst wenn es nicht unbedingt Sinn macht, weil man eigentlich einen Magazinblaster hat, das macht sich schon bewährt, wenn man irgendwo noch Munition zwischenlagern kann. Es ist ja hier so eingebaut, dass es gar nicht stört. Wir haben hier einfach nur mal oben so eine kleine Schiene mit drauf und da ein paar Löcher drin. Das reicht ja schon. Und wenn man hier, oh, hier unten haben wir auch nochmal für 5 Pfeile ein bisschen Platz. So bei der Schulterstütze ganz einfach mit reingebaut. Es kostet eigentlich nichts. Und wenn man hier noch einen Zweitblaster hat, der auf sowas angewiesen ist, ja, dann habe ich den vielleicht in der zweiten Hand, ziehe dann noch irgendwie Pfeile mit raus und kann die hiermit benutzen. So ist es einfach praktisch, was zwischenzulagern. Und das macht dann nochmal Sinn, insbesondere wenn man noch einen Zweitblaster dazu hat. Aber ja, bei dem ist es wirklich so, du musst eins rausziehen, beziehungsweise also kannst Sachen vom Boden aufheben, recht einfach. Aber vom Prinzip her ist es auch nur eine Jolt. Es ist wirklich das Prinzip hier in größer. Du hast noch eine Schulterstütze mit drin, die sehr, sehr viel zu kurz ist. Wir haben hier vorne noch einen extra Griff mit dran, der nicht allzu viel bringt, weil man ja hier hinten dran ziehen und laden muss. Und man kann ja noch Munition zwischenlagern. Das ist der einzige große Vorteil, den man hier wirklich hat. Ansonsten ist es einfach eine große Jolt. Nicht so der größte Fan davon. Aber hoffentlich ist zumindest die Reichweite sehr gut. Wenn es ordentlich weit schießt, dann kann man das zumindest noch genauso benutzen wie von der Alpha Strike Serie. Gab es ja auch. Ich glaube, die Wolf, es gab da auch so ein Pseudo-Scharfschützengewehr, wo man auch so einen Pfeil reinstecken und dann feuern konnte. Und ich nehme an, dass es hier so eine ähnliche Sache ist, aber kleinerer Formfaktor. Bisschen kürzer noch. Und wie gesagt, schon die Schulterstütze, die ist auch extrem klein. Und die ist tatsächlich nicht einfach nur klein, sondern wirklich auch störend. Die ist hier nämlich scharfes Plastik. Also nicht unbedingt scharfes Plastik, von wegen man schneidet sich nicht dran. Aber es ist nicht so schön abgerundet wie jeder Rest. Weil es war nicht ab... Weil es war einfach nicht abgesehen, dass man es hier irgendwie so als Griff benutzt oder sowas. Deswegen lassen wir das ein bisschen roher, ein bisschen kantiger. Aber wenn ich hier so den Abzug greife, dann schabe ich hier genau lang. Und das ist nicht, wie gesagt, nicht wirklich scharf. Man schneidet sich nicht dran. Es tut nicht wirklich weh, aber es ist schon so ein bisschen nervig, wenn man das hier dran hat. Also entweder ich hätte das entweder weggenommen
oder länger gemacht, damit man das auch wirklich benutzen kann. In dem Fall hier ist es wirklich nicht zu gebrauchen. Insbesondere, wenn man an dem hier dran ziehen muss, um den Blaster zu laden. Aber dafür finde ich den Lauf schön. Der hat was. Umbauen kann man eben leider auch nichts, aber zumindest kann man Munition zwischenlagern. Das ist doch ein Anfang. Ja, nach dem Anfang vielleicht mal kurz wegtun. Also die Vanguard ist nicht bisher nicht mein Lieblingsteil von dem. Sieht cool aus, hat seinen Charme, aber es gibt schon Besseres. Zum Beispiel hier auch schon die Optik. Und die ist tatsächlich vom Griff her allein schon so geil. Also sie haben allgemein, diese Blaster haben ja auch mal das Problem, dass sie einen anderen Abzug benutzen. Einer, der nicht wirklich eine Metallfeder benutzt, sondern einfach nur die Spannung vom Plastik selbst. Das ist ein neuerer Aufbau. Und dann ist das eher weniger, dass du den so irgendwie zurückziehst, den Abzug, sondern dass er wie eine Wippe sich so zur Seite bewegt. Und das ist nicht immer unbedingt angenehm. Manche Blaster hier haben das gut gemacht, manche nicht so gut. Bei dem hier, finde ich, ist das echt unangenehm, weil der Abzug lässt sich so schwer nach hinten ziehen. Es wird auf Dauer richtig anstrengend. Das ist kein Blaster, mit dem man sehr schnell hintereinander feuert, aber auf Dauer benutzen ist der wirklich anstrengend. Hier ist der sehr, sehr viel einfacher zu ziehen. Also das ist angenehmer. Natürlich immer noch nicht so gut angenehm wie hier bei der Stinger. Da ist das wirklich butterzart und man hat sogar ein richtig schönes kleines Klick, wenn man den ganzen Tag hinten durchgedrückt hat. Man hört sich wirklich, aber trotzdem. Hier ist der auch nochmal schön angenehm und vor allem der Griff ist auch super voluminös. Es ist genau die richtige Größe. Ja, das Einzige, was ich hier noch irgendwie bemängeln könnte bei dem hier oben war, ist ein Ziervisier drauf. Das ist nicht großartig. Beim Durchgucken ist es schon ein bisschen, es ist nicht winzig, ist aber auch nicht besonders groß. Man kann es als Ziervisier durchaus benutzen, aber es hat hier vorne eben so eine milchige, zerkratzte Plastikscheibe mit drin, die das Ganze nicht vergrößert. Es ist höchstens ein bisschen störend. Ich hätte nur Kim und Korn gebraucht, aber es heißt ja die Optik. Man muss also auch ein Ziervisier mit drin haben. Aber hier, durch den Kanal durchgucken ist nicht so schlimm wie bei anderen Blasen. Ach ja, bei mir den Kanal durchgucken ist auch nicht so schlimm wie bei dem hier. Aber bei manchen Blastern ist ein Ziervisier oben mit eingebaut. Man soll damit anlegen und gleichzeitig durchgucken. Dann ist es irgendwie hier so, man kommt gar nicht hinter. Man kann das gar nicht benutzen. Es ist zu nah dran, zu tief, geht nicht. Mit dem hält man das ja ungefähr auf Armlänge. Und dann kann man das tatsächlich benutzen und durchgucken. Trotzdem ist es nicht praktisch. Deswegen einfach nur hinten dran ziehen und so in die Richtung halten und feuern. Und wenn man vier Pfeile hintereinander wegfeuern kann, ist das auch nochmal gar nicht so schlecht. Also natürlich ist es nicht ganz so einfach, wie wenn man irgendwie einen Schlitten hätte oder unten noch so einen Griff, dann zack, zack. Das so macht, wie zum Beispiel wie die Tetrad. Nee, nicht die Quadrat. Die Tetrad. Ich wollte die Quadrat sagen, weil Quadrat. Die habe ich gerade auch so. Es gab die Quadrat auch. Ich komme so schnell durcheinander mit den ganzen Namen. Es gibt inzwischen einfach viel zu viele. Das Einzige, ja, was hier vorne richtig stört, ist es vielleicht noch, man kann die Pfeile nicht ganz reindrücken. Die gucken hier noch so ein Stück raus. Das heißt, wenn ich die dann irgendwie in der Panik so reindrücke, sind die am Ende richtig labbrig und ungenau. Das ist bescheuert. Das gefällt mir gar nicht. Dann noch lieber zur Tetrad greifen. Naja, sowas muss wirklich nicht sein. Da hätte man das Rohr vielleicht ein bisschen länger machen können. Ich wollte schon fast sagen, boah, guck mal, wie klein und handlich der ist. Der ist ja wirklich wie so eine Laserpistole, sieht auch ein bisschen aus. So richtig reingestülpt und besonders ohne das Ziervisier sieht er doch cool aus. Aber das macht es wirklich ein bisschen kaputt für mich. Da kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Ja, hier steht zu viel hinten rum. Funktioniert aber. Ich habe ja wirklich was über für diese Alpha-Strike-Blaster, weil ich mag es so, wenn man mit sehr wenig versucht, sehr viel anzustellen. Aber ich finde wirklich, dass zum Beispiel die Vanguard sehr fehldesignt wurde. Das Prinzip ist hier, dass man sehr schnell irgendwie einen Pfeil reinsteckt und dann wegfeuert. Aber dadurch, dass es hier so ein ganz eng gebaut ist und man hier nicht mal vorne rankommt, ist es wirklich nicht allzu einfach, Munition schnell reinzustecken. Obwohl man hier die Pfeile wirklich schon bereit hat und nur reinstecken müsste, ist es schwer, das irgendwie schnell zu machen. Und zusätzlich, ihr habt schon gesehen, wie ich dann hier nach unten zu dem Griff greifen wollte, weil ich dachte, da hinziehen, nach vorne feuern. Aber so ist ja nicht, wie der Blaster funktioniert. Man zieht hier hinten dran. Und diesen Griff so nach hinten, das funktioniert nicht gut. Man hätte ja vielleicht auch noch so einbauen können, dass es wie bei der, hier bei der Stinger, dass man die praktisch vorne rangebaut hätte. Dass man hier unten dran zieht. Das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Also es ist so unintuitiv gebaut, dass es nicht wirklich viel Sinn macht. Das einzige wirklich Schöne ist, dass man hier noch Löcher hat, um die Pfeile zu lagern. Gnarf! Die Stingers lasse ich zur Seite weg, die habe ich ja schon mal vorgestellt. Und wir fangen mit der Optik an. Also ich mache die in zwei verschiedenen Durchläufen hintereinander weg. Ist erstmal nur angewinkelt. Weil es ja sowieso so ein... Der Optikblaster, da will man ja schöne Reichweite haben.
Auch wenn das Zielvisier dafür nichts bringt, aber naja. So, irgendwie reinstecken. Ich habe herausgefunden, also ist ja schon länger, wenn man das so dreht, dann so reinschraubt praktisch, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass man sie irgendwie umbiegt. Aber trotzdem ist es noch nicht großartig. So, selbst wenn jetzt irgendwas gegen Ast geflogen ist, haben wir trotzdem noch eine insgesamt gute Gruppe da. Boah, reden ist heute Morgen auch nicht so meine Stärke, kann das sein? Ja, hier haben wir einen, der zur Seite abgedriftet ist, der eventuell gegen Ast gegengeflogen ist, aber wir zählen ihn trotzdem. Nämlich hier bei 17,50 Meter, aber das ist auch das Geringste. Hier haben wir noch einen bei 19,60 Meter ungefähr. So, hier nochmal zwei Stück bei 21,10 Meter. Hier liegt noch einer schön auf dem Maßband praktisch bei 24 Metern. Ich will jetzt auch nicht nach allen unbedingt gucken. Ich habe gesagt, nicht nach allen! Hier haben wir noch einen. Der scheint vorerst der weiteste zu sein, nicht bei 27,80 Meter. Also hier war der. Bin mit dem falschen Fuß nach vorne getreten, jetzt sah das komisch aus. Naja, trotzdem. Ja, Kamera nach oben und dann können wir gleich schon weitermachen, weil er gerade absurd hell ist, meine Güte. Na jawohl, also der Blaster schon mal... Nee, ich wollte sowieso noch den anderen vorstellen, fuck. So, jetzt kommen wir zum anderen Blaster, vorher aber nochmal zu dem anderen Blaster. Mir ist gerade aufgefallen, man kann das tatsächlich so ordentlich in die Hosentasche stecken. Ist ein bisschen gefriemelt, aber hier so von wegen, das ist wie ein Gürtelclip mit dem Zielvisier. Das kommt ja genau durch. Man kann zwar die Pfeile nicht wirklich aufheben, weil es ein bisschen im Bauch rammt, aber es funktioniert, technisch gesehen. Das ist doch das Beste. Wenn etwas so rein technisch funktioniert, nicht praktisch, aber rein technisch, das ist doch das beste Gefühl, wenn man irgendwie einen Weg rausfindet. So. Und ich habe schon die Hälfte der Pfeile verloren. Ich hätte sie vielleicht irgendwie reinstecken sollen. Das ist ja fast so, als wäre das hier ein Feature mit bei. Also ihr kriegt es schon mittendrin mit, wie schwer es ist, hier schnell Munition reinzutun, weil man sieht es nicht wirklich von der Seite. Also ich aus meinem Winkel hier sehe gar nichts davon. Hier ist das alles im Weg. Und es ist auch nicht wirklich so, als würdest du es irgendwie führen, wo es hin muss. Hier ist einfach nur so eine gerade Fläche und dann irgendwie ein Loch. Das ist nicht so wie so ein Tunnel, wie so ein Trichter, der es da reinführt. Ist ein bisschen... Der Pfeil will gar nicht abgeschossen werden. Ich stecke den jetzt mal komplett rein. Dann... Der will gar nicht. Habt ihr es eben gesehen? Ich stecke den komplett rein. Ich ziehe ihn dran. Ah! So, dann haben wir hier gleich zwei Stück, liegen bei 16 Metern. Das waren wohl die, wo die Pfeile so ein bisschen labbrig waren und nicht ganz reingepasst haben. 17,50 Meter, für den habe ich keine Ausrede. Auf der anderen Seite ist noch einer auf der genau gleichen Reichweite. Hier einer ein bisschen weiter geflogen. Bei 18,60 Meter. Und hier noch ein paar bei 21 Metern, 21,40 Meter, 22 Metern. Aber es war's schon. Also für die Vanguard wirklich ein sehr gemischtes Ergebnis. Ich fand, dass der besonders für so Infanterie, für an die Front und frontschweinmäßig da rumrennen mit dem Blaster und bam, 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 dass es genau dafür absolut schrecklich ist. Man kann nicht wirklich schnell nachladen. Die Reichweite ist auch nicht allzu groß. Okay, dann muss man ja an die Front, weil man nicht weit feuern kann. Aber wirklich eine sehr gemischte Reichweite, ein bisschen über 20 Meter noch was. Aber auch genauso viel mindestens unter 20 Meter, teilweise auch nur 16 Meter. Was halt nicht großartig ist. Und wie bereits gesagt, so das Handling ist so komplett, der Griff ist gut, aber warum ist er da unten? Was bringt er mir da? Das ist... Man hätte dieselben Ressourcen nochmal aufwenden können, um einen sehr viel besseren Blaster zu machen. Und das weiß ich, weil sie haben es ja schon mal geschafft. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Was die Snake? Es gab so eine Art Strong Arm in der Alpha Strike Variante, wo man das auch billiger gemacht hat. Das war hier so eine 6er Trommel und da war alles Unnötige weg. Und dann hat man auch jeden dran gezogen und das hat aber sehr viel besser funktioniert. Und das war auch sehr viel schneller, einfach 6 ineinander weg. Das war fast so gut wie ein ordentlicher Handblaster mit der 6-Schuss-Trommel. Von wegen, das war nah genug dran und dann eben noch billiger gemacht. Und das ist so die falsche Richtung, finde ich. Versuchen, so einen super komplex, cool aussehenden Blaster zu machen, aber dann ist er gleichzeitig schlechter als eine Jolt. Es würde besser funktionieren, wenn ihr eine Jolt habt und noch irgendwie Pfeile in der Hosentasche. Und wir haben sogar zwei mitgeliefert, also beziehungsweise Stingers, wie die jetzt in der Version heißen. Naja, und das hier ist tatsächlich hier die Optik QS4. Und mit Ausnahme vom Zielvisier finde ich die auch super, vom Handling insbesondere. Aber es gibt auch da schon 4-Schuss Alpha Strike Blaster, die das genauso gut, wenn nicht sogar sehr viel besser machen. Kommt darauf an, ob man auf dieses Zielvisier steht oder nicht. Persönlich nicht mein Fall. Und ich mag auch nicht, wie diese Pfeile nur so irgendwie reingequetscht werden, weil das Rohr eigentlich komplett rauskommt. Also es gibt davon auch schon Versionen, die ich aber besser finde.
Insgesamt das Infanteriepack für, was habe ich gesagt, 25 Euro ungefähr, ist das schon nicht schlecht, weil man 4 Blaster insgesamt bekommt. Wenn man das irgendwie nur so für einen Urlaub kauft, nur mal ein bisschen Zielschießen machen zu wollen und nicht wirklich was damit vorhat. Aber selbst dann finde ich, man kann sich auch bessere Optionen noch kaufen. Wenn ihr das wollt, Link ist in der Videobeschreibung, aber ich persönlich würde es nicht empfehlen. Ich finde, ihr könnt Besseres mit eurem Geld anfangen. Wie zum Beispiel die Big Rig, die ich auch noch irgendwann vorstellen werde. Oder schon vorgestellt habe, je nachdem, welches Video zuerst kommt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag beim weiteren Video. Bis dahin, macht's wie ich, beißt euch durch, euer Mensch Biber. Ciao.